Ja, war gerade wieder auf Null gewesen. Aber jetzt geht's wieder. Da ist noch einer. Aber jetzt gibt es auch Schwankungen. Von 5 bis 8 springt er. Aber geht zumindest nicht auf 0. Auf 1. Das sind so Schwankungen, die man vertreten kann. Wenn er unter 5 geht, wäre schon blöd. Okay, und jetzt bin ich dazu gekommen, ist er mal wieder ein bisschen weiter runtergegangen. Ein bisschen kleiner ziehen. Wie nach links. Ja. Achso. Ich will keine Baumstämme haben. Du hast doch gesagt, soll wechseln nach links. Okay, gut. Dann mal auf ein neues. So, jetzt spart er ja noch Metallschrott raus.
Warum neu starten? Du meinst das Spiel komplett ausmachen und neu? Starte neu. Geht das schnell? Ist schon mies, ne? Wenn man die Fenster ändert, dass er das nicht beibehält. Dass man das immer aufs Neue machen muss. Ist voll nervig mit der Anzeige bei mir, dass er die genau da macht, wo die Kisten sind. Da kann ich gar nicht mehr, was die Kiste ausgewählt ist. Ist voll dumm. Hier ist es die unterste. Rüber. Jetzt klopfst du oberste. Das ist schon wieder. Habe nicht mal was zu Ende machen, bevor. Ist gar nichts mehr. Irgendwie Spielvergnügen sieht ein bisschen anders aus, ne, bei dem Spiel hier. Die ganzen Macken. Schon ein bisschen nervig.
Steht erntebereit, noch nicht geerntet, ne? Erstmal ein Samen, das steht. Info. Samen tragen, ne? Aber der letzte, der ist bestimmt noch nicht so weit. Ah, ausgetrocknet, verrottet. Ah, da war es mal zu spät. Ach, schade, schade, schade. Ah, Mist. War es zu spät dran. Ich verstehe nicht, warum man nicht mehrere Sachen hintereinander ernten kann. Wenn ich die Info mache, geht das mit den mehreren hintereinander. Aber ernten nicht. Muss schon also 10 verschiedene Knöpfe drücken bei mir, bis ich schon wieder ernten kann. Voll dämlich sowas. Ich hab doch Samen dabei. Ich eigentlich. Och. Was ist der Gitter? Okay, ich muss alles gießen, ist alles ausgetrocknet. Scheiß Tier nicht, aber. Jetzt geht's. Oh Mann, war das eine schwere Geburt.
Person ist so schwer. Eine Schaufel zu nehmen, keine zwei. Mann, 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 Mann. Ja, nochmal, ob anders. Schaufel. Eins nehmen. So, jetzt hat das. Bestellen. Frag mich jetzt da, wo ich gesät habe und der Boden trocken ist, ob ich da einfach trocken lassen kann, bis nächstes Mal regnet und, oder ob die Samen auch kaputt gehen und ich jetzt unbedingt gießen muss. Weißt du das? Klingelt. Ich erwarte keinen. Keine Ahnung, ich habe halt hier aufgepickt, vielleicht für die Werbeprospekte oder so. Lass weitermachen. Wenn er vor der Tür hier oben ist, wird er nochmal klingeln. Wahrscheinlich. Wenn er wirklich hier hoch will. Was macht denn der? Okay, jetzt hat er wieder Prospekt angemacht. Was?
Alter, wenn ich das hier hochgehe, warum ist denn der nicht oben? Das Menü. Und seine Tücken. So, jetzt muss ich noch. Dafür, dass ich das dort sammeln war, hat er aber wenig Bären gefunden, ne? Nur 5, 6 Stück. Ich hoffe mal, ich bin bald wieder gesund. Man merkt schon, wenn ich hier rumlaufe, dass er dann immer noch hustet. Wie viel soll ich immer gießen bei den Feldern? Mach das erstmal tot, dann kannst du mir ja das sagen. Fünfzehn? Okay. Info. Immer noch ausgetrocknet. Okay. Dann reicht 15 wohl nicht. Dann muss ich mal wohl noch mal 15. Es ist trocken. Das heißt, ich habe es mit 30 gemacht. Das heißt, ich muss dann nochmal 30, dann müsste er feucht sein. Ja klar. Trocken ist trocken. Ja klar, aber trocken ist trocken. Aber ich komme, es hat so schnell geregnet. Info. Da steht noch sehr gut bewässert und erntebereit. Aber schon merkwürdig. Fünfzehn, machst du mal 20. Dann hab ich 50 bei Leben.
عشان ده توستك. بس فوق تش فصل نص توستك. Egal, das war ausgetrocknet. Ausgetrocknet ist 0. Dann hatte ich 15 gemacht, dann war trocken. Bei trocken kann da nichts wachsen. Und ob es heute Nacht regnet, das weißt du ja selber nicht. Ja, ich gehe gleich schlafen. Ich mache Wasser hier. Ich glaube, da habe ich nichts mehr am Wasser. Also. Info, sagt Bewässer. Okay, dann. Info, lustig. Ich hab schon den Rest hingekippt. Na gut. Lustig. Gieß kann mal wieder hier hin. Wenn es regnet, dann die eh wieder voll. Ist schon lustig, ne? Meistens sind die immer mit Prospekten da oder so. Und das ist wirklich mal Post da gewesen. Er hat ein Paket für einen Nachbar gebracht und kam auch hoch. Er hat es mir abgegeben. Das ist schon Wahnsinn. Normal schnell ist er unten im Hausflur und gehen die Treppen gar nicht mal hoch. Schon. Oh. Ich ohne. Ich esse mal was und dann bin ich eh wieder müde. Ich brauche noch was essen hier. Sieht nicht so aus, ne? Was ist denn da? Ist auch noch Essen Sachen liegen? Oder was? Also ich sehe dann. Ne, da ist er. Nur Alkoholtupfer, ist ja kein Essen. Ja, den meinst du. Ja, da ist doch nichts. Ich sehe da jetzt etwas. Okay, Sachen zum Einsortieren sind da.
tue ich mal Essen Sachen wegräumen. In der Zeit. Kannst du mal bei mir Kategorie anklicken? Literatur. Oh, es war der Upload eben gerade mal kurz wieder unten. Aber bestimmt war gerade alles, weil wir beim Schlafen waren. So, bin wieder wach. Ich habe gerade den Upload beobachtet gehabt. Das wollte ich hier nochmal im Kopf ausschaut. Einsortieren. Wir brauchen noch ein paar Säcke. Wenn du irgendwo Säcke findest, dann nimm mit. Ich verstehe nicht, wie Säge ein Gegenstand sein kann. Ich tue jetzt mal bei Waffen ran, oder Werkzeug und Waffen.
Zwischen die Mülltonne. Boden, logisch. Doch Fetzen reinigen, kann ich nicht in dreckiges Wasser. Aber Klamotten waschen. Was sonst? Was da auf dem Boden liegt, ist das bei der Leiche, ist das eine Tasche zum Tragen? Nee, ne? Aber bestimmt ein Cape oder so. Ah, okay, Gesicht. Sah so ähnlich aus wie bei einem Gürtelschlauch und Tasche oder so. Ach, durch. Warum sagt er, befülle Wasserflaschen? Also, ich dachte, ich hätte eine volle Wasserflasche bei. Ich fülle Wasserflasche. Das war wieder nicht ganz voll.
Kann ich jetzt weiter machen? Also ich finde, das Spiel ist noch sehr ausbaufähig, was die Waffen angeht und die Haltbarkeit, und wäre cool, wenn da auch eine Zahl stand statt so ein grüner Strich, dass man weiß, wie haltbar die sind, wie viel Schlagkraft. Schlagkraft können die ja von 1 bis 100 machen. Da schreiben sie einfach den Wert rein, gut ist. Bei Haltbarkeit können wir von 1 bis 1000 machen oder 1 bis 10.000. Da weißt du ungefähr, wie oft du noch schlagen kannst. Das Probe. Haben die bei Minecraft auch gut gelöst, ne? Da steht die Werte dabei, wie oft du noch schlagen kannst. Oder benutzen kannst, oder wie auch immer. Immer eins, kannst du sagen, alles. Wenn du Tanktop sagst, also dann zerreißt du auch die Sachen von deinem Inventar, ne? Das ist auch dämlich gelöst vom Spiel. Hätten die auch besser machen können.
ist dann noch so ein Auto. Also kann man denen rausfahren? Das Fluchtauto neben irgendwie sowas rausfahren könnte der schaffen. Ah, hier sehe ich, es gibt auch eine Holzakt. Meinst du, die ist stabiler für die Sachen zu bauen? Ja, die Axt hat Zustand vorne. Halt bei Gewicht. Die Holz. Oh, das ist ganz shit. Dann ist er ganz geholt. Die hat auch, doch, die macht mehr Schaden, wisst ihr? Die hat fast voll Schaden. Die andere, normale Axt hat nur halb Schaden. Die ist schon besser. Ich hätte rückwärts raufgefahren. Ja, gut. Mit dem Auto kannst du ja auch, wenn viele Zombies in Massen sind, die überfahren. Ne? Nicht? Das Auto ist ja eh schon Schrott. Oder was hast du vor damit? Ja, das Auto hat eh noch Zustand von 90. Oder so.
Die Luftpumpe kann man auch nehmen, um mit den Autos die Reifen zu machen. Ne? Das war also. Ich wollte dir mal alles aussortieren, was lieber soll. Autos. Pinsel gehört dann nicht zu Auto sogar. Ich weiß, ich bitte mal. Schweißermaske. Was braucht man Schweißermaske beim Autobedarf drüben? Und, dann, und Schweißerstäbe auch, ne? Hier ist erstmal die Sachen raus, die rüber können. Spiegel, Abstand, das wäre ja nicht. Wagenheber. Warum ist der Kleidung drin? Müsste eigentlich alles sein. Geschlafen oder was? Oder wie? Okay. Esse ich mal was. Ich verstehe jetzt nicht, warum ich immer noch erkältet bin. Das ist schon eine Weile her. Ja. Gut. Dann hoffe ich mal, dass du eine wohlsame Nacht gehabt hast. Die Batterie muss rüber. Ja. Klimaanlage bestimmt nicht fürs Auto, oder? Für Gebäude. Thank you.
Ja. Zu schwer. Da ist noch ein Zombie hinter dir. Ist der nicht wegmachen? Also ich sehe da einen Zombie hinter dir. Ja, da steht doch einer. Weil eben, wo ich ja gesagt habe, da hast du in die andere Richtung geguckt gehabt. Das ist ja egal. Das ist schon. Er hat einen Rucksack, ne? Guck mal, was das für einer ist. Was? Ist der gut? Der sieht groß aus. Bin echt gespannt. Großer Mann, der Rucksack. Kassenvermögen 50. Ist dasselbe wie ich hab. Wir nehmen trotzdem. Falls wir mal irgendwie verloren gehen oder so, haben wir nichts mehr an. Also die anderen, die wir haben, waren nur Rucksack. Nicht die großen.
So, guck mal rüber. Kannst du einfach pfeifen, dann kommen wir alle. Was denn nicht suchen? Kann ich das ernten, ne? Samen tragen.
gut. Der ist erntebereit. Komisch. Er ist wieder Samen. Hörst du eigentlich das Klicken, wenn ich beim Gamepad Tasten drücke? Ja, das ist gut. Weil ich mich nervt doch so. Wenn ich die Tasten drücke, klick, 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 klick. Voll ätzend.
Wasser ist doppelt. Ich warte eine Weile und dann kann ich wieder was machen. Ich hatte eben erst Kartoffeln angepflanzt. Ja klar. Nein, ich hatte eben Kartoffeln angepflanzt. Jetzt habe ich gerade Kohl angepflanzt. Jetzt warte ich wieder eine Weile, dann kann ich schon wieder was machen. Immer genug Essen da. Ich mach da gleich. Ich spanne da ein bisschen rum. Einmal 130 Kohlköpfe. Was willst du denn damit? Was sie verdorben lassen? Und da auch nichts. Kostete Spielzeit. Das ganze Spiel ist verloren. Zeit. Für mich ist Spielen für Zeit, die wir nutzen. So, aber lass doch. Wenn ich jetzt ein Kohl mehr esse oder weniger esse, das spielt da keine Rolle. Und ich zumindest. Ich lasse mir dann Zeit. Ich spiele ja, um Zeit zu haben. Und nicht, weil ich irgendwas machen muss, mit einer Zeitvorgabe. Ja, aber es juckt mich doch nicht. Wenn ich bei der Zeit was Sinnvolles anfangen würde, dann würde ich gar nicht mehr spielen. Ja. Deswegen, ja. Ob ich da jetzt ein, zwei, dreimal esse und was anderes mache? Ach Quatsch, ich kann keine Bäume fällen. Ich habe keine, ich mache Steine. Ich kann drei Bäume fällen und dann habe ich keine Steine mehr. Ja. Ja, aber ich schon Regen. Oh, scheiße. Ich bin ja eh schon krank. Also, ich hab hier geheilt worden. Aber ich muss dann mit Gewalt wieder krank werden. Ich muss essen jetzt hin. Schon blöd mit dem Platzmangel hier. Mit dem Umräumen dann ist fertig.
Was gut wäre, wenn wir jetzt noch so ein paar Aktenschränke hätten oder richtige Bücherschränke, wo ich unsere Literatur reintun konnte. Weil die Kisten da vorne sind jetzt fast alle belegt. Also jetzt hier. Ich muss noch ein paar Kisten bauen. Habe ich hier nur noch die Bücher, wo ich nicht ganz genau weiß, wo ich die hin tun soll. Wieder irgendwo sowas von Art wie Bücherregal. Nee, ne? Wenn wir ein paar Kisten, wird die meiste schon voll sein. Hier sind ein paar Gäste. Ich hab das hier behalten. Das war hier. Ja, das ist. Hier haben wir auch eine Gärsch. Wir haben 65. Da könnte man die Bücher reinnehmen. Und hier haben wir noch einen Leerraum. Doch, das ist da hinten offen. Da fehlt die Tür. Kannst du auch Türen bauen, dass du eine Tür einbaust? Ich bin hier im was ganzen aber warum groß. Wohnen haben 39. Der hat 26. Hm. Erstmal weiter umbauen. Umräumen geht's hier nicht. Wir brauchen noch ein paar Kisten. Wir können uns irgendeine Ecke hier aussuchen, wo wir mit Büchern und so sind.
Warum fährst du nach Hause? Bist du voll oder was? Ist da ein anderer Auto auch voll machen können? Material reinziehen. Ja klar, das andere Auto hat auch einen Vorraum und Platz. Oder warum willst du nach Hause kommen? Fährst du langsam, ne? Ich bin zu weit. Hier wollte ich noch den Rest. Ja, rum. Auch noch drin. Da liegt der kaputte Feder. Kannst du die Sachen nicht auch zerlegen und Metallschrott draus machen? Hier ein bisschen aufräumen. Soll ich mit den ganzen Uhren machen? Ich dachte, du wolltest alles zerlegen. Aber ich kann die Uhren doch nicht aufhängen auf die Kleiderstange. Doch, geht. Ah, gut. Ich dachte, da kann man nur eine Kategorie Kleider machen. Wahrscheinlich doch zu viel.
bin ja gerade gefüllt. Die. Ich verstehe nicht, warum die leer wird. Ich habe die immer voll gemacht. Meinst du, der trinkt heimlich selber automatisch? Ich verstehe das nicht. Ich habe nie getrunken, aber irgendwie. Ich verstehe das echt nicht. Keine Ahnung. Komisch. Seltsam. Hab ich schon zweimal nachgefüllt, weil die immer irgendwie leer ist. Oder die ist undicht oder was. Dass die ausläuft. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Das soll einer verstehen. Ich leg jetzt mal hier vom Boden die Sachen. Ich hab keine Ahnung, was du meinst. Was ist da? Molotow-Cocktail. Das ist gut. Benzinkanister. Flasche. Schmutzige. Aber keine Dosen. Das ist doof. Bei Dosen haben wir ja genug von den Leeren. Dass man die eben. Meinst du, das ist das mit Bohnen? Oben. Okay, das ist Alkohol. Aber die leeren Dosen, findest du da irgendwas, was man mit den leeren Dosen machen können? Ich hätte eigentlich die Dosen gern genommen als Cocktail. Also zum Werfen. Aber die Flasche können wir wieder füllen. Immer die ganzen Sachen auf dem Boden erstmal. Ich muss dann erstmal zu Ende umräumen. Kannst du noch ein paar Kisten bauen in der Ecke, wo wir die ganzen Bücher hin tun sollen, hin tun wollen? Ja, was war das Sprint damit? Oder alles wegkriegen. Da haben wir Material. Bretter haben wir hinten noch beim Garten, bei den Tonnen, Regentonnen. Hast du noch ganz viele Bretter. Wie viele Bretter brauchst du pro Kiste? Was für ein Tor. Ja, dann nehme ich die ganzen Bücher und schmeiß die auf den Boden irgendwo in der Halle. Dann lass ich die einfach da liegen. Also hier umsetzen. Welche Schränke? Das will ich alles für Lebensmittel haben, für die Küche. Das will ich ja umräumen.
Kannst du jetzt mittlerweile schon Kleiderständer abbauen und die da hinten wieder richtig hinbauen? Dass du hier noch eine Reihe hin machst, ohne dass die kaputt gehen? Oder musst du noch weiter skillen? Weil hinten bei den Kisten ist schon ein bisschen nervig, dass da noch Kleiderständer sind, weil dann springt er auch hin wieder zu den Kleiderständern rüber mit den Kisten. Deswegen frage ich schon, ob du die schon wegbauen kannst und da wieder verschieben kannst. Ja, ich weiß, dass da leere Kisten sind. Aber ich habe die ersten zwei Reihen hier sind für Waffen. Die nächsten zwei Reihen sind für Allgemeinbedarf. So, und dann habe ich die eine Kiste noch und dann ist Ende. Aber ich will eine Ecke haben, wo nur Bücher sind. Und ich dann die eine Kiste ist mir zu wenig für Bücher. Deswegen frage ich schon, ob du mir noch in irgendeiner Ecke hier noch zwei, drei Kisten bauen kannst. Und wenn wir da sagen, dann machen wir da die Bücherecke. Das wäre mir am liebsten. Oh, ist gerade rot gewesen bei mir. Kurz. Ein bisschen auch aufhängen. Nee. Hier drin große Pflanze und Saatgut. Ich verstehe nicht, warum das hier hingetan ist. Hier ist auch die Bartheke drin. Ich muss mal später mal hinbauen. Hier für eine Kiste. Hast du Stein drin? Da haben wir auch Stein drin. Auch Bombe. Flammenfalle. Lärmerzeuger. Lärmerzeuger wäre gut. Torbombe ist auch gut. Eventuell. Rohrbombe mit Falle wäre gut. Nein, das nicht. Der Zeitzünder wäre auch nicht so gut. Wir müssen das irgendwo, die auf einen Fleck Lärm machen, ist gut. Dann können wir die irgendwo hin tun, machen Lärm und wir sind dann irgendwo auf dem Hausdach und warten, bis alle da sind und werfen dann vom Hausdach
am besten deine Faktor rein, verbrennen die alle. Wäre am effektivsten. Aber ey, wenn eine Hauswand, wo du nicht rein kannst, mit einem Seil oder so, und zwar, dass die nicht hochkommen, sollen die sich alle versammeln vorm Haus. Am besten wäre natürlich, am allerbesten, ja, was heißt am besten? Was cool wäre, wenn wir eine Brandbombe hätten, die wir per Funkauslöser machen könnten. Weil da könnte man theoretisch irgendwo einen Metallzaun bauen, wo man reingeht und dann, und dann auf der Außenseite vom Metallzaun, da macht man dann die Rauchbombe und die Lärmmacher, meine ich, lockt alle Zombies hin, dass wir dann in der Mitte sind und um uns herum ganz viele Zombies. Ja, und dann könnte man dann den Knopf drücken und bumm, ging die Rauchbomben los, also die Brandbomben los. Das wäre gut. Wenn genug da sind, dann Zombies. Aber was ich mich auch frage ist, ob man durch den Zaun auch mit einer Schrotflinte durchschießen kann. Dass man die Zombies dahinter erledigen kann. Ob man Zaun mit einem Tor oder reingehen von uns, machen den zu und ballern durch Gitter, durch alle Zombies, die bei uns stehen, weg. Ein Cocktail kann man bestimmt nicht in den Zaun werfen. Deswegen halt per Funk, wenn es geht. Weil per Zeit ist. Ja, was willst du damit sagen? Ich überlege, wo ich die Bücher hin tun soll. Ich weiß, wo ich die Bücher hin tun soll. Willst du mich auf den Boden schmeißen irgendwo? Ja klar. Ich trage die alle rüber, so lange ich nicht. Habe ich eine Gerade. Ist das, das sind die idealen Regale für die Bücher. Schön, dass Kisten besser sind, aber das ist doch schöner anzusehen. Da weiß man genau, dass man Bücher dran. Bei Kisten weißt du doch nie, was drin ist. Oder kannst du Kisten beschriften? Wenn wir jetzt sagen, das ist die Ecke für Bücher und das sind Kisten, dann wissen wir, okay, das sind die Bücher. Aber bei dem ganzen Durcheinander, was wir hier haben, musst du dann. Wenn du vor dem Kistenstapel stehst, musst du dann 20 mal klicken, damit du auf der richtigen Kiste bist. Macht doch auch keinen Sinn. Du hast da die Maus, du kannst da drauf gehen. Ich kann nicht mit der Maus drauf gehen, ich muss klicken. Ich habe 10, 20 Kisten da, da muss ich alle durchklicken. Das ist blöd.
denk dran, ein paar Wasserflaschen brauchen wir, ne? Ich hatte da alles zu Cocktails verarbeitet oder so. Ich glaube, die meinen bestimmt auch die Glasflaschen, die kaputten, ne? Also die normalen Wasserflaschen, die sind ja, glaube ich, Schraubverschluss. Die anderen sind ja, glaube ich, oder die Bierflaschen meinen die bestimmt. So, na, gucken. Viel drin. Ah, da ist noch ein Sack. Das ist gut. Noch zwei Wasserflaschen drin. Sind dann mit Teilregale dran. Stofffetzen hat ihr im bei Nähbedarf. Und deinem Stoff, wo du haben wolltest. Verstehe nicht, was du meinst mit Äste da hinlegen. Ich habe dir doch die Äste extra da hingelegt, damit du mir Axt machen kannst. Und deine Sachen da haben wirst. Ach so, die Äste. Okay. Du machst Äste. Okay, gut.
geht schnell weg. Wir können es bei jeder ein bisschen was umbauen, ein paar Regale abbauen. Und die Küchentheke hinbauen. Das Regal abbauen, ganz links in der Ecke. Ich wollte eigentlich, dass die Regale hier weg haben und hier vielleicht die Regale weg. Wir haben ja Theken da. Das heißt, wir können dann hier eine Theke machen, zwei Stück, dann eine hier hin, dann vielleicht den Ofen in der Mitte von der Wand und dann hier wieder paar Theken. Und dann können wir da eine kleine Küchenecke bauen. War so mein Gedanke. Wo war ich das? Die Theken waren da hinten bei deinen zwei Kisten, ne? Die waren da in der Kiste drin. Ich die Regale das auch noch leer machen.
Weil ich dachte, wenn man Sachen verschiebt, gehen die nicht kaputt. Also ich will also die Kleiderstangen von hinten nach da verschoben haben und nicht abbauen oder zerschneiden oder so. Unterschiedlich. Weil da vom Fenster sollte noch eine dritte Reihe mit Kleiderstangen. Dann haben wir ja genug. Dann sind die hinten bei den Kisten weg, dann stören die da auch nicht mehr. Kannst du das jetzt hier umbauen bei mir in der Ecke? Links von dir in den zwei Kisten hast du die Theken. Erstes Mal. Dann machen wir das so, dass wir in dem Automaten und in dem Automaten nur die Frischsachen reintun zum Essen. Und hier hinten sind jetzt erstmal die Küchenbedarf und hier links die Lebensmittel. Und das Regal sollte eigentlich weg. Und vielleicht die beiden hier. Dann können wir hier eine runde Küche einbauen, so eine halbrunde. Und hier in der Mitte den Ofen, den wir jetzt hinten bei uns im Badezimmer stehen haben. Und dann können wir da uns hier eine schöne Küche einbauen und die Sachen da alle einsortieren, wo wir die haben wollen. Und die paar Theken hast du ja schon, ein paar müssen wir halt noch besorgen. Natürlich, die noch, genau. Dann bauen wir uns da jetzt eine schöne Küche hin. Und die Regale tue ich mal hier erstmal hinlegen. Am Boden.
Ah, gut. Naja, du hast ja, ich glaube, 4 Stück hatten wir ja da.